Macht hoch die Tür, Gedanken dazu von Tina Wilms. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Mit dem ersten Lied aus dem Gesangbuch beginnen am ersten Advent viele Gottesdienste. Ein doppelter Anfang. Probiere es aus, sagt es mir. Öffne die Tür, vielleicht steht er ja da, Gott. Ein Gast, mit dem ein Leuchten ins Haus weht. Heil und Leben bringt er mit sich, so heißt es in dem Lied. Einer holt mich aus dem Hamsterrad und führt mich zurück zu mir. Er sieht meine Wunden und verbindet sie. Einer füllt meine Leere mit neuem Leben. Sanftmütigkeit und Barmherzigkeit regieren dort, wo er einzieht. Einer kratzt mein verkrustetes Herz vorsichtig frei. Er nimmt mir den Zorn aus Mund und Faust. Einer macht mich berührbar und einfühlsam. Ja, eine wahre Freudensonne sei er. Ein Licht ist er, das sich weder einfangen noch aufhalten lässt. Er scheint in mein Leben bis in den dunklen Winkel hinein und bringt eine Freude mit sich, die tief greift und weit reicht. Probiere es aus. Mit der ersten Kerze auf dem Adventskranz fange ich an. Ich nehme mir Zeit und lasse mich ein. Täglich denke ich ein Willkommen in der Stille. Ich öffne die Herzenstür und halte für möglich, dass ein Leuchten hineinweht ins Haus und ins Leben. Ich wünsche euch eine schöne, gesegnete Adventszeit.